Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind am Stahlwerk und wir müssen noch Bretter holen. Für da hinten, nicht für das Stahlwerk, sondern für die Maschinenfabrik. Aber da kam gerade ein Zug, jetzt wollte ich nochmal gucken. So, zwei Leute, sauber, gute Arbeit, neue Lokomotive. Passt, würde ich sagen. Also, die wollen Bretter. Wenn sie Bretter wollen, kriegen sie die auch. Wie haben wir das angeleiert? Haben wir hier nicht schon was gemacht? Nein. Aber, ja genau, von da hinten. Also hier die Baumstämme, hier hin und dann irgendwie hier hin. Da brauchen wir, so wie es aussieht, nochmal eine Zuglinie, weil das ist dann doch ein Stückchen und näher haben wir es nicht. Hier haben wir zwar drei Bauernhöfe, die bringen aber in Sachen Brettern dann eben doch nichts. Hier oben, da wäre noch was, da ist was. Ja, aber das ist noch weiter weg. Also wenn wir hier runter müssen, ist das hier hinten tatsächlich das naheliegendste. Vielleicht... Moment, nee, das ist Erd. Das hier mit LKWs machen. Oder mit dem Zug hier hin. Wir könnten von hier die Bretter holen. Und dann hier nachher... Moment, lass mich schnell gucken. Nee, das sind Bretter, das sind Baumstämme. Okay, also andersrum. Hier Baumstämme holen, hier hinbringen. Und dann nach da hinten düsen. Das müsste gehen. Vorausgesetzt, es gibt Wagen, die beides transportieren. Und ich würde mal sagen, das müsste es eigentlich geben. Das können wir natürlich kurz kontrollieren. Lokomotiven. Wagen brauchen wir. Cargo. Also, wir haben hier das Falsche. Und hier haben wir Baumstämme und Bretter. Also, das klappt schon mal. Gut, dann machen wir das so. Dann gibt das eine Strecke. Einmal, ja, von hier nach da. Und dann nach da hinten. Also, wir brauchen, oder wäre es mit der LKWs billiger? Ne, ist jetzt egal, wir machen das mit Zügen. So, Gebäude, Cargo. Hier können wir eigentlich einen Kopfbahnhof haben. Ein Gleis reicht, machen wir 160 Meter, damit wir auch einen ordentlichen Zug haben können. Also, einen ordentlich langen Zug. Tütü, da gibt es was Neues. Ja, egal, auf alle Fälle eine Straßenbahn. Okay, wir haben kein Geld mehr. Arg, ich brauche einen Bahnhof, Jungs. 13 Millionen. Ach so, ja, mir fällt ein. Ich habe noch den ganzen Fahrzeugersatz gemacht. Also wir haben jetzt zwar 13 Millionen Darlehen. Warum das geht, weiß ich auch nicht, weil vorher gingen nur 10 Millionen. Vielleicht hat es mit der Zeit zu tun oder mit einem Update. Auf alle Fälle, wir haben jetzt doch wieder 13 Millionen Schulden. Dafür haben wir keine Fahrzeuge mehr in sehr schlechtem Zustand. Das habe ich alles manuell gemacht. Gut, wir müssen uns aber nochmal was leihen. Damit wir wenigstens hier das Schienennetz hinstellen können. Also, man reiche mir bitte meinen Bahnhof. Das wird schwierig, das so zu machen, dass der hier gerade andockt. Ich möchte ihn so haben, dass wir gar nicht allzu weit fahren müssen. Dann müssen wir dort noch eine Straße hinziehen. Okay, und hier oben das Ganze ein bisschen in die Richtung. Gerne ein bisschen gedreht noch. Moment. Hallo, Herr Heisenberg. Guten Morgen. Das machen wir natürlich so. Weil da möchte der Zug durchfahren. Der möchte hier nicht wieder drehen. Gut, hätten wir. Cargo war's, das ist schon mal richtig. Und dann brauchen wir hier hinten noch einen Bahnhof. Das gibt eine relativ schöne Strecke hier außenrum. Die wird aber auch Geld kosten. Das ist ganz klar. Kann ich dich irgendwie hier hin machen? Und du bist dann... Jawohl. Du bist dann zuständig hier. Nee, doch nicht. Guck mal. Den Hafen haben wir, aber die Fabrik haben wir nicht. Okay, da musst du doch irgendwie hier hinten hin. Da muss der Zug noch ein, zwei Meter weiterfahren. Ja, machen wir mal so. Zack, nochmal 200.000. Wie gesagt, das kostet halt nochmal alles Geld. Also, Bahnhof haben wir. Wir hätten, wenn man jetzt noch sparsamer spielen will, dann hätten wir den Bahnhof eigentlich noch nicht hinstellen müssen. Aber der kostet nur Betriebskosten. Der wird aber im Moment noch nicht gebraucht, weil zuerst müssen wir natürlich die Strecke machen. Aber dann machen wir die doch. Also, falscher Wald. Wo war das? Na, come on. Jetzt finde ich meinen Wald nicht mehr. Hier oben ist er. Jawohl. Bahnhof. Man schnappt sich eine Schiene. Machen wir mal 120. Was anderes können wir in dem Sinn gar nicht. Und verbinden das mal so. Das kann man mit einem Happen eigentlich machen. Sollen wir hier wieder raus? Wenn wir jetzt schon so einen Bahnhof haben, irgendwie macht es mehr Sinn, wenn wir das so machen. Okay. Zack. Sowas wie ein Gleis hier in der Nähe haben wir nicht. Nein. Also das müssen wir tatsächlich neu bauen. Und ich mache wieder Ausweichstrecken und dann gibt das sicherlich auch wieder mehr als einen Zug. Okay, die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt immer noch. Das kann man relativ easy bauen. Kostet dann einfach entsprechend. Weil dann kommt Tarnstadt gerade, dass das nicht stimmt, dass die Schienen günstiger werden, wenn man kleine Stücke baut. Ich war allerdings tatsächlich der Überzeugung, es ist so. Aber ich glaube, es macht tatsächlich doch nicht ganz so viel aus. Okay, das funktioniert so nicht. Sonst gibt es hier ein Tunnel, ein teures. Nein, möchte ich nicht.
Wir machen das mal so. Das wird auch nicht ganz günstig. Da machen wir es anders. Wir klappen das nochmal. Hat ja auch nichts gekostet. Ist ja egal. So, und düsen hier lang. Ach, come on. Echt jetzt? Line. So, man reichen mir wieder mein Gleis. Ja, danke. Ja, 30.000. Das ist definitiv ein bisschen weniger als die 90, die das sonst gekostet hätte. Jetzt hier ein bisschen in den Berg rein müssen, oder? Das geht gar nicht anders. Sonst kommen wir zu weit außen rum. So, okay. Und jetzt irgendwie hier einen Bogen. Irgendwie plus, minus, sagen wir mal so. Zack, da rein. Ja, ist halt auch hier. Klauen wir uns selber wieder Tempo. Das müssen wir ein bisschen anders machen. Noch so machen. Ja, wir haben immer noch 80, aber da ist halt auch eine Kurve. Also das geht eigentlich gar nicht anders. Gut, neue Linie. Ausweichgleise machen wir. Wir machen jetzt aber zuerst den ersten Zug. Den können wir klonen. Also von hier nach hier abliefern, beziehungsweise dort aufnehmen. Dann nach hier hinten. Ja, und von hier geht es wieder direkt zurück nach hier. Da müssen wir dort nicht mehr anhalten. Und das wäre dann im Prinzip Bretter. Ja, ja, die Tastatur. Na, jetzt hat es geklappt mit dem Großschreiben. Bretter für, ja, die Maschinenfabrik. Jetzt schreibt es groß. Aha, Maschinenfabrik. So, haben wir. Bestens, wir brauchen einen Zug. Linie haben wir. Signale brauchen wir noch nicht. Wir haben noch keine Ausweichstrecken. Wo machen wir Kollege Depot hin? Es wäre eigentlich naheliegend, das hier unten zu machen. Da stand aber auch in den Kommentaren, warum machst du das nicht immer nicht dort, wo es anfängt? So muss ich sagen. Das ist relativ einfach, weil die nicht gleich sowieso... also wenn wir hier anfangen, der Zug anfährt, ist er leer. Weil die produzieren erst, wenn der Zug da ist. Im Prinzip wäre es vielleicht clever, das hier oben hinzumachen und dann mal erst nach da unten zu düsen. Dann haben sie dort schon ein paar von diesen Baumstämmen. Ich sage immer Bretter, Entschuldigung, das sind Baumstämme. Also, ein Depot, gerne hier. Ich mache es ein bisschen weiter weg. Machen wir es mal hier in den Wald rein. Damit wir da eben noch, je nachdem, dann eine Ausweichstrecke bauen können. Gleis machen wir 80. Hier unten rein. Passt. Signal brauchen wir noch nicht. Wir haben, wie gesagt, für den Moment erst einen Zug. Da brauchen wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen Geld. Wir schauen mal schnell. Wir haben hier die Lokomotiven. Diesel haben wir noch nicht, elektrisch auch nicht, Dampf auch nicht. Ja, für die Strecke würde ich tatsächlich sowas nehmen. Ganz klar. Dann Cargo. Die teurere Variante hier. Jawohl, mit 8x Baumstamm, 8x Brett. Hinzufügen. Gerne lang, haben wir gesagt. Machen wir mal 144 Meter, wären 88 Kapazität. Oh, okay, der kostet aber ein bisschen was. Meine Güte, ist der teuer. Naja gut, ist dann aber auch ein Zug, der natürlich Geld verdient. Ja, wir leihen nochmal. Ich weiß gar nicht, wie weit das geht. Wir brauchen irgendwie 7 Millionen. Jetzt haben wir 8,4 und haben 21 Millionen Schulden. Das müssen wir dann beheben nachher gleich wieder. Werden wir angehen. Also, wir kaufen dich. Ach, 7 Millionen. Ich habe doch hier gerade geliehen wie ein Wahnsinniger. Echt, jetzt muss ich das so schnell machen? Ich bin auf normalem Tempo. Kaufen? Nee, jetzt geht's. Okay, zuweisen. Bretter Maschinenfabrik. Okay, passt. Ja, Tempo passt auch. Dann können wir gucken. Jetzt wären wir hier, weil wir zuerst mal mitfahren in aller Ruhe. Gleich mal wieder zurückzahlen. So, weil sonst fressen uns immer die Zinsen eben doch auf. Dann verdienen wir nicht mehr genug, dass wir wirklich die Zinsen eben auch tilgen können. Ah, schön, das Geräusch. Gleich mal einsteigen. Oh, ein Problemchen. Okay, was haben wir denn hier für ein Problemchen? Ich mache mal kurz Pause. Das müssen wir uns ansehen. Den finden wir wieder. Ich glaube, da ist irgendwie... Kann das sein, dass... Oh, ich weiß, was es ist. Ich habe den Zug noch ein bisschen länger gemacht. Und da ist die Weiche. Davor hat das geklappt, weil der Zug, glaube ich, mindestens ein Wagen kürzer war und das waren auch andere Wagen. Und jetzt geht das nicht mehr, weil der Zug zu lang ist. Okay, das können wir lösen, das ist klar. Entweder wir setzen die Weiche nach hier hinten. Da gibt es aber auch eine einfachere Lösung. Na hier die Straße kappen. Ich guck mal schnell. Das können wir sogar, ohne dass die Häuser betroffen sind. Dann können wir doch einfach den Bahnhof jetzt ein bisschen länger machen in die andere Richtung, nämlich nach hier hinten. Ja, da wird dann doch ein Gebäude entfernt. Okay. Nochmal bitte den Gleis hier. Zack. Jetzt brauchen wir aber auch die Plattformen noch. Und zwar primär Cargo. Ne, ist eigentlich egal. Hier haben wir gar kein Cargo. Was erzähle ich denn? Das ist ein Personenbahnhof. Also, Personen. Hier hinten noch.
Und hier noch. Und dann könnte man theoretisch eigentlich sogar noch ein Dach raufsetzen und hier eine Unterführung machen. Was kostet das Dach? Ach, das kostet nicht mal was. Ja, dann kriegt er hier ein Dach. Na, wenn das nichts kostet, machen wir einen schönen Bahnhof. Kostest du auch nichts? Auch nichts. Okay, machen wir hier. Moment. Wo sollen die Leute... Ja, machen wir die Unterführung hier. Zack, das möchte ich jetzt auch mal kurz sehen. Schön, dass die Sachen nichts kosten. Da, Unterführung. Hier haben sie auch gleich noch eine. Okay, gut, jetzt müsste es eigentlich funktionieren, dass der hier wieder rauskommt. Ja, die Fehlermeldung ist weg. Ja, ja, das reicht dick. Jetzt ist der Zug fast zu kurz. Wo fährst du hin? Ach, er streckt sich noch ein bisschen. Genau, er möchte den ganzen Bahnhof ausnutzen. Deswegen fährt er noch ein bisschen vor. Hast du Leute drin? Ja, sehr schön. Der verdient also auch Geld. So, jetzt. Einmal gedreht. Jawohl, jetzt hat er genug Platz. Gut. Jetzt müssen wir das andere Dingens wieder finden. Wo war das? Ja, jetzt wird es interessant. Hier haben wir Rohöl. Das war... Wo war das denn? Hier hinten? Nein. Ich finde es wieder. Keine Angst. Dauert einmal ein Momentchen. Da. Hier ist das Ding. Da müssen die Lok irgendwo hier hinten sein. Da haben wir... nee, doch nicht. Wo haben wir denn das Depot? Ganz ruhig, Herr Heisenberg. Wir finden es wieder. Hier geht nichts verloren. Hier oben? Ne, falsch. Sag mal. Ich bin irgendwie völlig falsch. Da, da ist der Bahnhof. Hier oben ist das Depot. Da ist der Zug. Jetzt haben wir's. Hast du auch was dabei? Ne, 0 von 88. Hier hinten. Da haben wir auch noch nichts produziert. Ja, deswegen kaufe ich die Züge meistens eben tatsächlich lieber woanders zuerst. Also das müsste eigentlich von der Theorie her klappen. Dort holen. Oh, wir haben die Straße noch vergessen. Okay, deswegen funktioniert das noch nicht. Die haben keinen Anschluss. Da fällt mir ein. Ich muss nochmal etwas gucken nachher. Wir haben nochmal irgendwo keinen Anschluss. Okay, Straße. Zum Glück kann man leihen. Sonst wäre er noch hier aufgeschmissen. Wir dürfen aber nachher mal ein Momentchen lang echt nicht mehr investieren. Da müssen wir zuerst tatsächlich ein bisschen Geld verdienen. Okay, du bist angeschlossen. Der hier hat einen Anschluss. Und die hier hinten haben, glaube ich, auch einen. Jawohl, jetzt müsste die ganze Linie eigentlich klappen. Dann können wir eigentlich den Zug nochmal drehen. So, jetzt müssen wir das Ganze laufen lassen. Dreh du mal. Weil, jawohl, jetzt sieht man, jetzt haben wir hier schon die ersten Baumstämme. Nicht Bretter, sondern Baumstämme. Und hier müsst ihr im Prinzip warten. Ja, wir lassen ihn mal laufen. Ich bin gespannt, was der dann an Geld generiert. So, jetzt sind wir hier wieder im Plus. Ja gut, ich habe auch gerade nochmal einen Kredit aufgenommen. Wir brauchen für den Moment aber kein Geld. Also, zahlen wir zurück. Auch wenn wir jetzt hier ins Minus kommen, ist egal. Wir müssen jetzt die Schulden wieder ein bisschen loswerden. Aber eben, das sind tatsächlich halt Linien, die Geld verdienen werden. Und anders können wir auch kein Geld verdienen, wenn wir nicht zuerst investieren. Ich werde jetzt auch davon absehen, hier schon einen zweiten Zug zu installieren. Wir müssen hier erstmal ein bisschen Kohle haben. Man sieht aber, hier läppert es sich schon zusammen. Der wird wahrscheinlich dann regelmäßig vollfahren. Halt, nein, du sollst noch nicht zurück. Du sollst noch mal einmal wenden. So, und in die Richtung, bitteschön. Er fährt nach Großteaming-Anbau. Das wäre da hinten, glaube ich. Jawohl. So, jetzt passt. Dann kannst du hier... Im Prinzip müssten wir noch mal drehen. Weil jetzt holt er dort die ersten Bretter. Ne, die ersten Baumstämme. Da sieht man, da, das funktioniert so. Bringt die hier hin, dann werden hier Bretter draus. Aber erst natürlich, wenn die Baumstämme da sind. Das heißt, der liefert hier ab, muss ein bisschen fahren und dann drehen wir nochmal. Damit er hier auch ein paar von diesen Brettern dann mitnehmen kann. Wir könnten jetzt auch das Tempo mal nochmal ein bisschen beschleunigen, glaube ich. Wobei mitfahren müssten wir eigentlich auch noch. Wisst ihr was? Das machen wir glatt. Weil die Strecke ist ja neu. Und das ist auch ein neuer Zug in dem Sinn. Allora, lasst uns gleich mal reinhechten. So, ich bleibe mal für ein Momentchen sitzen. Da sehen wir die ganzen Sachen. Oh, cool. Ja, alles aufladen. Dankeschön. Und jetzt geht's zurück. Ich stelle mal wieder schneller. Auch wenn der, glaube ich, was macht der? 60 km. Ich glaube, der wird aber durch die Schienen wieder runtergebremst. Und wie gesagt, wir müssen noch mal kurz zurück nach... Ich weiß nicht, wie das Städtchen heißt. Das werden wir... rausfinden, weil dort ist, glaube ich, tatsächlich der Bahnhof auch nicht am Straßennetz dran. Das stand mehrfach in den Kommentaren. Danke dafür. Oder habe ich das schon geguckt? Nein. Ja, eben. Das ist halt, ich habe eine Streaming-Map. Ich sage es, glaube ich, in jedem Let's Play. Eine Streaming-Map und wir haben noch tatsächlich die Kampagne und wenn ich da eben durcheinander aufnehme, weil ich die Folgen brauche, dann kriege ich ein Durcheinander. Ich muss mir angewöhnen, keine Ahnung, 5-mal Transportfieber 2 normal aufnehmen.
dann mal drei Kampagnen am nächsten Tag, plus ein anderes Spiel, dann wieder Stream. Weil so wird es tatsächlich ein bisschen schwierig. Allein schon die Städtenamen, soll man sich den merken, wenn man irgendwie aus drei verschiedenen Maps die ganzen Städte hat? Naja gut, das ist El Mio-Problem und nicht eures. 80 km/h, oh, okay. Da habe ich aber die Lok unterschätzt. Das ist natürlich cool. Weil, ja, so kriegen wir hier die Bretter relativ gut ausgeliefert. Ich gehe mal wieder auf Normaltempo. Dann können wir hier nochmal kurz gucken. Ja, sieht schon sehr, sehr nett aus, ganz klar. Aber eben, ich habe ja auch gesagt, ich möchte jetzt relativ schnell dann auch mal wieder zu den Elektroloks etc. kommen. Hier vereinzelt hat er ein paar Bretter drauf. Cool, so nochmal aussteigen, ist eigentlich eine relativ schöne Strecke. Das wäre auch cool, aber man sieht halt fast nichts, weil da halt tatsächlich der Rauch im Weg ist. So, Richtung Meer ist natürlich eh immer schön. Da hinten geht es nochmal rauf. Ich stehe mal nochmal ein bisschen höher, das Ganze. Aber sehr schöne Gegend, ganz klar. Da hinten sieht man noch unseren Hafen. Jetzt geht es einmal hier im Kreis. Jawohl. So, und da sind wir auch schon angekommen. Wir steigen kurz aus, damit wir den nochmal sehen in voller Pracht hier. Sehr nett. Okay, mal gucken, der wird jetzt noch nicht viel Geld bekommen dafür, weil das sind kaum Bretter, die er transportiert hat. Der bekommt, ja, 30.000. Das ist bis jetzt ein Minusgeschäft, aber eben, wenn wir schnell schauen. Hier liegen 200, also da wird er voll hierher fahren und ja, hier ist auch 31, okay. Sobald die wieder hier sind, das wird sich jetzt einpendeln. Solange aber hier das noch nicht rund läuft, werde ich hier keinen zweiten Zug installieren. Das lassen wir einfach mal so laufen. Und danach haben wir natürlich noch, das haben wir eigentlich jetzt schon, wenn man es genau nimmt, Stahl, okay, Bretter hat er, ja, noch zu wenige. Wir müssen natürlich dann hier mit den Maschinen, wo müssen wir denn da hin? Ins Städtchen runter, hier unten, irgendwo war das. Da, wollen die Maschinen, jawohl, ich glaube ja. Jawohl, hier müssen wir noch rein. Was für eine riesen Produktionskette für ein Städtchen. Weil ich glaube, das sind mehr oder weniger die einzigen, die tatsächlich Maschinen brauchen. Sehr viele brauchen hier Werkzeug. Dafür haben wir die Stahlproduktion schon mal angeschmissen. Ja, gut. Hier runter. Da haben wir eigentlich Gleise. Sehe ich gerade. Wir hätten hier dieses Gleis. Könnten dann wechseln in... Ne, da haben wir noch kein Gleis. Hier haben wir noch ein Gleis. Man könnte in die Linie rein, die führt uns dann da runter ins Städtchen. Wer fährt denn hier? Kann ich euch mal sehen? Aha, genau. Unser Personenzug. Ne, Blödsinn. Personenzug. Hey, Personenzug mit 15 Brötchen. Okay, gut. Ja, das können wir so machen. Ich möchte aber, bevor ich das jetzt tatsächlich anleiere, möchte ich in dem einen Städtchen... War es nicht hier? War es nicht Wittlich? Genau, die haben nämlich hier keinen Anschluss. Ja, wenn man hier guckt, da ist überhaupt nichts verbunden. Weder mit hier, noch mit hier, weder mit der Bushaltestelle, noch hier mit dem Teil. Ist noch interessant. Okay, das werden wir natürlich jetzt ändern müssen. Das stand, wie gesagt, mehrfach in den Kommentaren. Besten Dank dafür. Wenn ich hier eben eine Straße ziehe, das dockt nicht an. Okay, warum dockt das denn nicht an? Also eigentlich müsste das doch hier schon andocken. Oder was fehlt, damit das richtig andockt? Ach, wisst ihr, was hier fehlt auf der Seite? Ein Gebäude. Die Teile docken nur an Gebäuden an. Allerdings weiß ich nicht, warum das hier dann an dem Gebäude auch nicht andockt. Nicht mal in keinster Weise sogar. Okay, konfigurieren. Wir brauchen Passenger Building. Also haben wir ein Cargo Ding nehmen. Das ist, glaube ich, ein Passagierteil. Wir machen mal Cargo. Das in der Richtung. Ja, gerne ganz ran. Okay, wenn ich jetzt eine Straße nehme. Eine Straße haben wir hier. Ah ja, schau an, jetzt geht's. Okay, kann das sein, dass die Bahnhöfe eben doch Gebäude brauchen, um dann angedockt zu werden? Und weil jetzt hier halt natürlich Cargo und Personen sind. Wir hatten da ein Personenteil, dass man dann eben Cargo-Teil noch braucht. Oder dockt das hier einfach generell beim anderen nicht an? Sieht fast so aus. Naja, wie auch immer. Wir machen hier eine Straße durch. Man sieht, jetzt hängt das Ganze tatsächlich dran. Ja, und jetzt haben wir auch das hier und dort die Bushaltestelle. Okay, das konnten wir regulieren. Das passt. Danke für den Hinweis. Wir düsen nochmal zurück. Weil dann ist klar, dann machen wir jetzt natürlich als nächstes von hier oben das Ganze runter. Das wäre dann mit dem Gleis. Jetzt müssen wir aber hier eine Ausweichmöglichkeit schaffen, weil da fahren schon Züge. Und wir werden hier mal nochmal kurz zurückzahlen.
Dann haben wir noch 19. Ja, wir werden noch eine Weile damit beschäftigt sein, Schulden abzubauen. Klar. Also, von hier hinten die Maschine holen. Wir düsen hier runter, nehmen dieses Gleis, gehen dann vermutlich hier raus, müssen selber bauen und gehen hier wieder rein. Ja, okay, das heißt, von da nach da brauchen wir ein zweites Gleis. Das können wir uns hoffentlich leisten. Und sonst müssen wir halt tatsächlich nochmal kurz zuschlagen. Und dann bräuchten wir hier eine weitere Plattform. Sehe ich das soweit richtig? Ich glaube ja. Beziehungsweise ein weiteres Gleis. Wir konfigurieren. Erstmal Schiene. So, und damit das funktioniert, brauchen die eine Plattform. Kostet auch Geld, ganz klar. Alles kostet Geld. Ist wie im richtigen Leben. Okay, wieder eine Schiene. Machen wir hier. Machen wir wieder die 120. Und machen das doch glatt mal so, dass wir hier tatsächlich den größten Teil zweigleisig machen, damit sich die nicht ins Gehege kommen. Wobei, nein. Wir können es uns nicht leisten. Wir machen zu. Machen hier eine Weiche. Und dann gibt es ein Signal. Und dann können sie hier zweigleisig fahren. Und dann hier selber gucken, wo sie rein wollen. Gut, also das wäre dann hier eingleisig. Dann machen wir es ab hier wieder zweigleisig, würde ich sagen. Okay, man kann schon wirklich sehr schöne Weichen machen. Also sehr schnelle. Das ist natürlich schon klasse. Okay, und dann da runter. Das heißt, wir können hier nochmal ein bisschen folgen. Und gehen dann so hier raus. Okay, und damit das jetzt doch zweigleisig funktioniert, brauchen wir natürlich nochmal eine Weiche, die Möglichkeit, das zu wechseln. Okay, würde funktionieren. Hier runter, hier rüber. Hängt das zusammen? Ja, keine Prellböcke in sich, das ist ein gutes Zeichen. So, und auch hier müssen wir jetzt eigentlich das Ganze. Wo ist denn hier das Gleis? Bin ich falsch? Nein, wo muss ich denn hin? Ach, da unten ist das Gleis erst. Okay, da müssen wir das so machen, dass wir nach da unten gehen. Wo ist der Bahnhof? Ist wahrscheinlich ein Kopfbahnhof. Nee, da kommen wir sogar rein. Da brauchen wir aber hier auch ein zweites Gleis. Oder zumindest ein Gleis, wo wir durchbrettern können. Sollen wir durchbrettern oder sollen wir... Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen dran vorbei. Dann können wir uns sparen, dass wir den Bahnhof dort ausbauen. Weil das tut nicht Not. Das muss nicht sein. Wenn wir Schönbau machen würden, hätte ich den jetzt aber ausgebaut. Weil es schöner ist, wenn der da durchrüstet. Aber... wir machen keinen Schönbau, wir arbeiten wirtschaftlich. Oder wir versuchen es zumindest. So, irgendwie so. Ja, ist doch in Ordnung. Und dann hier natürlich noch eine Weiche. Ich baue das mal zweigleisig und baue hier aber schon mal die Weiche. Das wäre dann plus minus etwa hier. Die Signale kommen dann am Schluss, wenn wir die Strecke fertig haben. Ja, machen wir auch einfach einen gewissen Teil hier zweigleisig. Da unten ist es schon zweigleisig. Machen wir es mal so. Jawohl, das können wir lassen. Dann ist es hier wieder eingleisig und geht dann hier rein. Und Pietzpool ist die Stadt, die die Maschinen braucht. Okay, würde funktionieren. Sind hier schon überall Züge drin? Nein, guck mal, hier haben wir sogar noch ein Gleis frei. Und das hat sogar eine eigene Cargo-Plattform hier. Na, das ist ja sensationell. Also das funktioniert schon. Gut, dann brauchen wir eigentlich in der nächsten Folge. Oder nee, wisst ihr was, das machen wir noch. Ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, das reicht noch dicke. Wir brauchen Signale. Also, fangen wir mal hier oben an, wo das Ganze losging. Bauen wir hier eins. Dann bauen wir hier eins. Und dann machen wir hier in der Mitte einen Block. Dann ist es eingleisig. Wird ab hier zweigleisig, genau. Einmal, sagen wir mal hier. Und dann hier vor der Weiche. Bestens. Dann ist es hier eingleisig, das müssen wir lassen. Hier müssen wir es aber auch wieder zweigleisig machen, sonst können wir hier die Signale nicht setzen, weil auf eingleisigen Strecken ist das tatsächlich einfach nicht zu empfehlen. Also machen wir hier auch kurz eine Ausweichmöglichkeit. Da. Hier rüber. Und wo wird es dann zweigleisig? Das dauert noch ein Momentchen. Sag mal, wird das irgendwann zweigleisig hier? Ja, da, nee, hier haben wir eingleisig gebaut, genau. Weil hier nur ein Zug fährt. Ja, dann machen wir nur das, damit wir das machen können. Ja, ein schwieriger Satz. Damit wir hier Signale setzen können. Vernünftig. Okay, also Signale hier. Machen wir das vor der Straße. Dann steht der Zug nicht auf der Straße nachher. So, passt. Und hier, ja, jetzt muss der natürlich die ganze Zeit warten, bis der dann kommt. Ich muss hier eigentlich auch nochmal kurz was machen. Man könnte schon den eingleisigen Bereich natürlich signalisieren, aber... Ich hab's lieber so, weil wenn hier dann später zwei Züge kommen, je nachdem hat man dann einfach irgendwie ein Problem, wenn hier Signale stehen, wo sie nicht stehen sollen. Ich hoffe, das ist weit weg genug. Also Strecke genug für ein Signal, jawohl.
So, okay, passt. Jetzt klappt das hier auch mit dem Übergang. Dann sind wir hier. Dann ist das hier wieder eingleisig. Das müssen wir halt tatsächlich auch irgendwie nochmal zweigleisig machen. Ne, hier fährt ein Zug, habe ich gesagt. Wobei, hier fährt natürlich nicht ewig ein Zug. Ja, ja, wir lassen es. Wenn ein Zug fährt, ist es okay. Hier haben wir wieder zwei Züge, das heißt Signale. Einmal hier. Einmal hier. Und hier vorne ist Feierabend. Okay, das heißt, ich würde hier auch noch eins setzen. Hier ist eingleisig. Und hier haben wir schon Signale, weil das ist eine Strecke, die haben wir schon länger. Das passt. Dann kommen wir zum Thema Linie. Wir machen eine neue Linie. Ich fange hier oben an, wo das Ganze losgeht. Das wäre hier. Und dann können wir noch gucken wegen den Terminals, dass die zugewiesen sind. Wo geht das hier lang? Moment. Hier rüber. Hier runter. War das hier? Ich glaube ja. Ne, da haben wir aber auch schon ein Dings. Ist das die falsche Stadt? Ich sehe halt gerade nichts. Das ist Wittlich. Keiner will nach Wittlich. Gut, das war böse. Das meine ich nicht so. Da, Pete's Pool. Hier wollen wir hin. Genau, hier, wo das eine Gleis frei ist. Ne, nicht Person. Das war jetzt natürlich eigentlich falsch. Aber das Port, also das Terminal stimmt interessanterweise. Ich habe aber hier drauf geklickt. Ich nehme das nochmal weg. Das ist mir zu gefährlich. Ich muss hier drauf klicken. So, okay. Jetzt konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Das ist doch ein Cargo-Teil hier. Haben wir auf der anderen... Hä? Haben wir auf der anderen... Ach so, Moment, jetzt habe ich zweimal drin. Ah, come on, jetzt passt. Okay, ich dachte gerade, der andere Bahnhof da hinten ist eventuell ein Personenbahnhof. Ich kenne mich doch. Nee, nee, jetzt funktioniert. Also hier, das Terminal ist richtig. Das funktioniert ab hier oben zweigleisig. Da könnte man da unten nochmal kurz was anbauen. Und wenn wir hier schauen, müsste es eigentlich auch klappen. Genau, zwei einzelne Gleise. Und das ist dann natürlich die finale Linie sozusagen, nämlich... Maschinen für Pete's Pool. Machen wir erstmal Pete's. Diesen hier. Und dann Pool mit P. Genau, Pool. Und dann Machinas. Maschinen. Passt. Zug fehlt noch. Linie haben wir. Ich möchte aber hier unten noch ganz kurz schauen, dass wir das hier vielleicht doch auch zu einem gewissen Teil hier noch zweigleisig haben. Wie viele Linien fahren hier drauf? Zwei, ja. Ja, das machen wir zweigleisig. Haben wir noch ein bisschen Geld? Wir haben noch. Alloa, 120er Gleis. Oh, hier haben wir nicht mal Strom, sehe ich gerade. Gut, brauchen wir natürlich nicht bei Dampflokomotiven. Wie komme ich denn jetzt auf die Idee? Ja, weil ich jetzt für einen Moment wieder die andere Map im Kopf hatte, die Streaming-Map. Nein, brauchen wir sowieso nicht. Wir müssen hier noch nicht mit Strom arbeiten. So, aber mit Signalen. Zack. Schnell gucken. Wo ist Ende? Zack. Hier unten ist Ende. Zack. Reicht das noch für einen Block? Ja, ja. Aber hierhin passt. Sauber. Gut, hätten wir. Was wir nicht haben, das ist der Zug. Ja, den kaufen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.